Ich freue mich, Sie ähm, zu unserer zweiten Veranstaltung in der Vorlesung zur Einführung in die pädagogische Psychologie begrüßen zu können. Wir haben heute äh, wieder einiges vor ähm, und wir wollen uns vor allem anschauen, äh, lernen als Verhaltensänderung. Was bedeutet dies? Was sind da die wichtigsten Theorien und ähm, wie kann man die im Sinne der pädagogischen Psychologie ähm, verwenden? Ähm, vielleicht als kurzer ähm, als Kurze Wiederholung ähm, zum, äh, zur vergangenen Woche. Ich habe auch wirklich gesehen, Sie haben auch wirklich sehr viele ähm, Reading Reactions auch schon ähm, geschrieben auf der Piazza-Plattform. Das freut mich sehr. Ebenfalls auch ähm, vielerlei ähm, äh, Fragen gestellt auf Piazza, die dann auch Ihre Mitstudierenden äh, beantwortet haben. Super, genau so stelle ich mir das vor. Das läuft wirklich gut. Ähm, rückblicken, was haben wir ähm, inhaltlich in der letzten Woche gemacht, neben unserem quasi organisatorischen, organisatorischen Einstieg in die Vorlesung, haben wir uns vor allem angeschaut, okay, was ist die pädagogische Psychologie, was sind die Gegenstandsbereiche, wie setzt sich die pädagogische Psychologie zusammen, dass sie sehr interdisziplinär orientiert ist und sich auf verschiedenen Ebenen anschaut, ähm, wie beispielsweise ähm, Prozesse von Lernenden, ähm, dass diese im Fokus stehen und, sich, ähm, und man sich da die verschiedenen Konstrukte anschaut und operationalisiert. Ähm, prinzipiell nochmal als ähm, kurze Erinnerung für Sie, ähm, die Literatur finden Sie ähm, äh, sowohl auf Ilias als auch auf, auf GreatCraft. Ähm, wenn Sie allgemein ähm, Probleme haben, äh, sich in einer der Plattformen einzuloggen, bitte äh, schreiben Sie Frau Fauner. Äh, sie wird Ihnen auch dabei dann behilflich sein. Ähm, wichtig auf GreatCraft, ähm, wir haben Sie da hinzugefügt mit der E-Mail-Adresse, die bei Alma ähm, äh, hinterlegt worden war. Das heißt, ähm, äh, Sie können da quasi nur darauf zugreifen, wenn Sie halt genau ähm, auf den Aktivierungs- Link in der E-Mail ähm, ähm, halt, wenn Sie den verwenden. Prinzipiell, wenn Sie ähm, mit einem anderen E-Mail-Account da hinzugefügt werden wollen, ähm, dann äh, schreiben Sie bitte uns, aber auch äh, vor allem Frau F vorne und dann äh, können wir das natürlich auch noch, ähm, auch noch nachträglich auch, äh, verändern. Genau, ähm, wenn Sie noch. Generell äh, Vorlesungen zu irgendetwas Organisatorischem haben, können Sie diese äh, Fragen in den Chat stellen ähm, oder halt auch ähm, gerne ähm, wieder auf, auf unser Piazza Forum. Logischerweise wollen wir, äh, dass Sie hier eine sehr gute Erfahrung auch äh, bei unserer Vorlesung auch haben. Okay, ähm, auch noch sehr cool: ähm, unsere Vorlesungen äh, sind auch ähm, jetzt auf YouTube. YouTube halt auch schon zu sehen einige von Ihnen die ähm, diese Veranstaltung gerade auf YouTube verfolgen wow was ist da die neue Erkenntnis aber ähm, quasi ähm, für Sie ähm, die äh, äh, gerade live bei Zoom dabei sind und sich vielleicht ähm, da auch äh, doch mal etwas anschauen wollen äh, unter diesem angegebenen äh, Link können Sie darauf äh, zugreifen äh, Sie können auch äh, quasi dem YouTube-Kanal allgemein halt ähm, subscriben und dann äh, würden Sie halt ähm, dann auch Benachrichtigungen be be bekommen, wann wir die Videos hochladen. Wir probieren sie ähm, am gleichen Tag auch jeweils ähm, hochzuladen, aber es kann auch manchmal da auch zu Verzögerungen kommen. Also bitte ähm, seien Sie auch da etwas geduldig mit uns. Genau, was haben wir äh, äh, vor? Wo stehen wir? Wir stehen in der zweiten. Woche ähm, im themenbereich entwicklung sozialisation und lernen und ähm, was wir uns äh, heute vor allem anschauen wollen äh, ähm, ist der zusammenhang von den begriffen entwicklung sozialisation und lernen wir wollen uns quasi anschauen okay was für lerntheorien eingesprochen äh, gibt es was sind da so ober Kategorien und ähm, was sind davon so die die, äh, die in Anführungszeichen äh, wichtigsten oder die bekanntesten ähm, äh, Lerntheorien. Und ähm, dann insbesondere äh, wollen wir uns ähm, eine dieser äh, Lerntheorien in den Fokus stellen, nennen. heute und zwar das Lernen als Verhaltensänderung. Genau. Ähm, so geht's los und ähm, was dazu quasi ähm, ähm, wichtig ist, ist, dass man sich ähm, da betrachtet, okay, ähm, Lernen als sehr allgemeiner Begriff, der weckt natürlich auch sehr viele Assoziationen. Also Sie werden ähm, sicherlich äh, solche, solche Sprichwörter kennen wie »Was Ränzchen in dich lernt, lernt Hans immer mehr« oder halt ähm, Kinderlieder wie, wie »Ränzchen klein«. Ähm, da sehen Sie sogar schon quasi, ähm, welche Bedeutung ähm, der Lernbegriff auch allgemein ähm, äh, besitzt und ähm, wie, wie sich ähm, sowas dann auch äh, quasi ähm, von äh, der Psychologie in den Alltag auch ähm, überträgt. Ähm, und wir wollen quasi auch da, Sie sehen beispielsweise jetzt bei diesem, bei diesem äh, Kinderlied ähm, Hänzchen klein, dass es da auch quasi rein entwicklungspsychologisch da auch ähm, zu Städte geht und dass wir da auch ähm, Einflussvariablen äh, haben wie beispielsweise das Alter, äh, also im Vergleich Hänchen zu Hans, was halt dann einen, einen, äh, einen äh, temporalen Unterschied dann auch ähm, 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 äh, äh, markiert. Okay, was bedeuten jetzt quasi so die Begriffe Entwicklung, Sozialisation und Lernen und wie grenzen sich diese Begriffe voneinander ab? In gewisser Weise, was wir uns dabei anschauen wollen, ist, dass es wirklich auch da der, der Entwicklungsprozess wirklich auch in den Vordergrund gestellt wird und die, die, die zeitliche Veränderung von... Personen ähm, ausgelöst wird durch ähm, äh, das Lernen. Und ähm, wichtig ist quasi, dass dies ähm, durch äh, nicht-normative ähm, Einflüsse ausgelöst wird. Und man spricht quasi von Lernen, wenn wenn ähm, diese Einflüsse zu Veränderungen ähm, im Verhalten oder auch im wissen von einer person ähm, geführt haben, die darauf zugrunde liegt, dass ähm, ähm, erfahrungen auch gesammelt worden sind. Äh, sozialisation ähm, stellt dabei ähm, in den fokus ähm, die prozesse, mit denen ähm, äh, eine person ein mitglied von einer gemeinschaft wird. Also wirklich da auch noch der klare Bezug auf die, auf die äh, soziale Komponente auch. Ähm, Theoretischer Ansätze, die es gibt, um quasi diesen Entwicklungsprozess, äh, die Entwicklung zu beschreiben, ähm, was wir da ähm, auch wirklich ähm, sehen, sind die, sind die psychodynamischen Entwicklungstheorien. Ähm, dabei vor allem ähm, hervorzuheben von Freud und, und von Eriksson, ähm, die, äh, die jeweils stark in den Vordergrund stellen, ähm, wie der Mensch Phasen durchläuft ähm, in der Entwicklung. Also bei Freud auch der klare Bezug auf, ähm, auf die Konflikte zwischen Trieben und Bedürfnissen und wie diese quasi in der Umwelt bewältigt werden. Und bei Ericsson ähm, in den Vordergrund gestellt, ähm, die verschiedenen äh, Lebensphasen, in denen sich Menschen ähm, befinden und, und ähm, inwieweit da die soziale Umwelt auch äh, dazu führt, dass diese ähm, Krisen in Anführungszeichen dann auch äh, bewältigt werden. Ähm, psychobiologische Ansätze ähm, gibt es ebenfalls die sich ähm, da vor allem anschauen, okay, bei der Entwicklung, wie sind da biologische Voraussetzungen, was sind biologische Grundlagen und äh, wie dies dann auch ähm, besch beschrieben werden kann. Also beispielsweise, ähm, ähm, wie ähm, Verhaltensmuster auch vielleicht in gewisser Weise ähm, angeboren äh, sind. Und ähm, allgemein, wenn man das betrifft, Betrachtet, ähm, ähm, sieht sich auch die Entwicklungspsychologie wirklich ähm, ähm, in der Tradition wirklich über die gesamte Lebensspanne, ähm, die menschliche Veränderung auch ähm, zu betrachten, um dann beispielsweise zu schauen, okay, hm, ähm, äh, inter individuelle Unterschiede, also ähm, äh, quasi wieso entwickeln sich Menschen so, so, so wie sie sich entwickeln, was sind da mögliche Einflussfaktoren. Ähm, dass ähm, Menschen beispielsweise gewisse ähm, äh, Lebenswege einschlagen auch. Ähm, wir unterscheiden dabei quasi ähm, zwischen äh, drei äh, größeren Bereichen. Ähm, Sie können sich das auf den Folien auch nochmal genauer anschauen. Ähm, ähm, und zwar den äh, neurologischen, äh, körperlichen ähm, äh, Bereich. Den kognitiven Bereich und den äh, sozioemotionalen Bereich, in denen quasi dann ähm, Entwicklungen dann auch ähm, äh, über die Lebensspanne gesehen auch sich ähm, äh, dann bewegen, ähm, im Gegensatz dazu bei der Sozialisation ähm, steht die Person im Mittelgrund in gewisser Weise ähm, und die äh, Sozialen äh, Systeme, ähm, in denen ähm, sich die Person ähm, bezieht. Ähm, eines der grundlegenden ähm, Modelle ist dabei die, die, die ökologische äh, Systemtheorie nach Bronfenbrenner, ähm, wo sie auch wirklich äh, sie sehen, quasi die Person in ihrem Mikrosystem, wie sie quasi ähm, in den verschiedenen anderen sozialen Systemen, wie, wie dem. Exosystem, also beispielsweise bei Ihnen wären das jetzt die Universität, der Arbeitsplatz, wenn Sie ähm, ähm, doch in ähm, dem, dem Studium irgendwo arbeiten, als auch ähm, im ähm, Makrosystem, also quasi so Wertvorstellungen, äh, Normen, Gesetze und andere Dinge, die quasi ähm, Ihr soziales. Äh, Handeln auch beeinflussen. Und das ähm, Spannende bei dieser Systemtheorie ist, dass sie halt ähm, ebenfalls diese, diese temporale Komponente ähm, ähm, berücksichtigt in dem sogenannten Chrono-System, was sich halt ähm, auch, die, 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 auch die zeitliche Veränderung auch nochmal genauer anschaut. Ähm, eine andere ähm, äh, wichtige äh, Sozialisationstheorie, die Sie auch äh, sicherlich auch schon mal ähm, gehört haben, ist die ist die äh, kognitive Entwicklungstheorie von Piaget ähm, und die ähm, dabei ähm, insbesondere ähm, in den äh, Fokus äh, gestellt quasi die, die Interaktionen äh, von Personen mit der Umwelt, also ähm, quasi ähm, wie, wie äh, Lernende ähm, über einen Prozess von Assimilation und Akkumulation ähm, ihr Wissen und ihren Kenntnisstand erweitern. Und ähm, die Grundannahme dabei ist es, dass ähm, diese kognitiven Schemata, also wirklich auch grundsätzlich, auch ähm, erweitert werden. Das heißt quasi, ähm, wenn einer Person ähm, ähm, äh, ein, die viele, viele verschiedene kognitive Schemata besitzt, ähm, etwas Neues ähm, passiert oder, oder quasi einen, einen äh, neuen äh, Gegenstand äh, kennenlernt. Also ähm, das ist, sei ist beispielsweise ähm, ein, ein Kleinkind, was noch nie zuvor ähm, eine, sagen wir mal, eine Ziege gesehen hat hat aber auch ähm, quasi andere ähm, Tiere schon kennt, dann gibt es quasi den Prozess, okay, hm, in mein, Ex in mein äh, bestehendes kognitives äh, Sch Sch Schema, ähm, inwieweit ähm, passt es äh, da herein? Also ähm, äh, bei der Akkumulation ähm, wird quasi dann äh, ein äh, neues äh, kognitives äh, Schema ähm, erstellt. Stellt, wenn man beispielsweise merkt, okay, ähm, die, ähm, äh, das neue Objekt passt nicht in mein äh, vorheriges ähm, sch sch Schemata herein. Also vielleicht in der Unterscheidung ähm, ähm, von ähm, Tieren zu, zu Menschen oder, oder, oder unterschiedliche Tiere, wie irgendwie äh, Säugetiere und ähm, Meerestiere, die jetzt keine Säugetiere sind. Beispielsweise da, da ähm, äh, würde dann quasi ein, äh, ein neues äh, Sch Schema erstehen. Und äh, die Assimilation ist dann quasi, wenn diese Objekte quasi in bestehende äh, Sch Schemata dann auch integriert werden. Und dazu ähm, habe ich mir gedacht, wäre es cool, ähm, wenn äh, wir, weil ich jetzt ja schon so lange geredet habe, ähm, wenn Sie wieder jetzt die Möglichkeit erhalten, ähm, äh, in einem Breakout-Raum äh, zum einen Ihre Bildstudierenden kennenzulernen, als zum anderen ähm, zu den äh, Prinzipien der Assimilation und Akkubulation quasi sich äh, selber auch Beispiele zu überlegen. Von daher würde ich jetzt ähm, Breakout-Räume kurz öffnen, für, für, für so ungefähr fünf Minuten prinzipiell, ähm, würde ich Ihnen auch da, vor, äh, da empfehlen, ähm, sich auch da quasi äh, vorzustellen, wer sie sind, wo sie herkommen und so weiter, damit sie dann auch ähm, quasi ähm, das als Gelegenheit sehen, auch vielleicht eine kleine Lerngruppe auch in gewisser Weise auch ähm, zu bilden und vielleicht auch quasi einfach äh, neue Freunde. Äh, hier in dieser Vorlesung auch zu finden. Okay, ich äh, mache die Breakout-Räume kurz fertig. Und dann sehen wir uns in so circa fünf Minuten auch wieder. Ähm, wenn Sie ähm, aus irgendwelchen Gründen aus dem Breakout-Raum herausfliegen, äh, können Sie auch dann äh, äh, wieder in den, in den Hauptraum zurückgehen und ich werde Sie dann zufällig in einen anderen Breakout-Raum auch äh, wieder hinzufügen. Alles klar, dann los geht's. Fünf Minuten starten jetzt.

Kommen zurück. Genau, wenn Sie zurück sind, bitte, ähm, bitte denken Sie auch daran, quasi Ihre Mikrofone dann auch wieder zu muten, weil sie ansonsten halt auch äh, von vielen auch gehört werden, eventuell. Genau, ich freue mich. Ähm, ich bin mir sicher, Sie haben auch da viele, ähm, viele gute Diskussionen gehabt. Ähm, ich würde jetzt bitten, die Gruppen 1, 3 und 24 ähm, äh, Beispiele ähm, in den Chat zu schreiben. Und dann ähm, die anderen äh, von Ihnen können dies dann auch äh, kommentieren, ähm, ähm, ob Sie das dann auch so ähnlich äh, sehen, beziehungsweise ähm, wo vielleicht da Gemeinsamkeiten zu ähm, ähm, den Diskussionen in den eigenen Gruppen auch bestehen. Okay, ähm, bei Piaget äh, ähm, ist quasi ähm, in, der, äh, in der kognitiven Entwicklung die äh, ähm, ist ähm, so ähm, aufgestellt, dass sie äh, vier verschiedene Phasen äh, beschreibt ähm, im Kindesalter. Also ausgehend von der äh, sensormotorischen Phase geht es dann über zur präoperationalen, konkret operationalen und formal operationalen Phase jeweils, ähm, wo mit größerer Komplexität dann ähm, Handlungs und auch äh, Handlungsfähigkeiten äh, auch beschrieben werden und äh, jede von die, diesen einzelnen ähm, äh, Phasen hat auch ähm, gewisse ähm, Schwierigkeiten und, und äh, Hürden, äh, die äh, da äh, zu bewältigen ist, sind. Ähm, beispielsweise äh, bei der äh, sensorotorischen äh, Phase äh, die ersten äh, Schemata sch, sch, äh, äh, zu Erlernen und auch da die, ähm, äh, die äh, ersten motorischen ähm, äh, Fähigkeiten. Ähm, Präoperational ein großer Punkt da ist auch äh, ist beispielsweise ähm, Erwerb von, von äh, Vorstellungs- und Sprechvermögen, also äh, so, so etwas wie Objektpermanenz, Sie äh, werden das sicherlich kennen, dass äh, wenn Sie äh, äh, quasi äh, mit Kindern äh, die Augen zu dass es dann ähm, 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 Bezüge quasi zur Objektpermanenz gibt oder wenn Sie einen Gegenstand ähm, hinter ähm, einer Wand oder hinter einem anderen Objekt verstecken, ob dieser Gegenstand immer noch als existierend wahrgenommen wird. Beispielsweise ähm, konkret. Rationales äh, Stadium, ähm, vor allem abstrakte Konzepte und äh, prozesshaftes Denken wird dabei in den Vordergrund gestellt und ähm, formal, formal, operational ähm, insbesondere auch die Möglichkeit, ähm, ähm, Hypothesen äh, bilden zu können und auch ähm, quasi Schlussfolgerungen äh, deduktiv auch schließen zu können. So viel quasi als kleiner Überblick zur Sozialisation und ähm, zum Lernen. Ähm, dabei ähm, gibt es auch ähm, vielerlei ähm, verschiedene äh, Wege, wie ähm, Lernen äh, definiert werden kann. Ähm, ich habe Ihnen jetzt hier ähm, diese Definition ähm, mitgebracht die ähm, vor allem betont, dass äh, Lernen ähm, auf der Grundlage von Erfahrungen äh, basiert und auch zu einer, und das ist quasi wichtig, zu einer dauerhaften Veränderung im, im Wissen oder Verhalten der Lernenden führt. Dabei ist es ähm, wichtig, dass sie ähm, Lernen ähm, als diesen Prozess quasi ähm, betrachten der, ähm, der ähm, auf Grundlage von diesen ähm, Erfahrungen zu dieser Wissensveränderung führt im Gegensatz zu äh, beispielsweise, wenn ähm, ähm, durch einen Unfall äh, beispielsweise ähm, ähm, Verhalten eingeschränkt wird oder wenn sie ähm, sehr müde sind und dadurch ähm, Verhaltensänderungen ähm, ähm, erfahren oder einzig unterleiden wird, wirklich nur durch, durch äh, das älter werden durch äh, äh, Reifung. Ähm, das heißt nicht unbedingt, dass, ähm, ähm, dass dort äh, Lernprozesse dann auch wirklich ähm, stattfinden. Ähm, Lerntheorien ähm, gibt es ähm, viele und ähm, ich äh, will Ihnen jetzt da quasi ähm, einige ähm, von, den, äh, von diesen größeren auch vorstellen und wir werden diese dann auch ähm, im Verlauf des äh, Bestes darauf auch wieder immer Bezug nehmen, beziehungsweise ähm, sie werden da auch noch weitere ähm, Lerntheorien kennenlernen. Ähm, kategorisierend ähm, kann man ähm, da beispielsweise äh, sagen, dass ähm, behavioristische ähm, Lerntheorien, ähm, beispielsweise von äh, sozial-kognitiven äh, Lerntheorien, Abgegrenzt werden, genauso wie jetzt beispielsweise Informationsverarbeitung oder konstruktivistische ähm, Lerntheorien. Jede dieser Lerntheorie hat ähm, andere Grundannahmen, die ähm, äh, betonen, ähm, wo, ähm, der, ähm, wie diese Lernprozesse auch wirklich ähm, passieren und ähm, was ähm, so das Zentrale, der zentrale Aspekt ist, der zu dieser Dauerhaften Veränderung dann auch führt. Ähm, beispielsweise ähm, bei den behavioristischen äh, äh, Lerntheorien ähm, äh, wird vor allem die, die sichtbare Verhaltensänderung in den äh, Vordergrund gestellt. Also Lernen ähm, ist quasi in gewisser Weise so, so eine Art Black Box. Ähm, sie ge geben einen. Input, dann passiert das Lernen in der Blackbox und ein und um, ein Lernergebnis ist dann um, die, die Folge davon. Um, bei, der, um, bei anderen um, Lerntheorien um, wie beispielsweise um, 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 so sozialeren Lerntheorien oder ähm, äh, bei äh, Theorien der Informationsverarbeitung. Ähm, da wird, ähm, insbesondere, ähm, werden da insbesondere Wissensveränderungen in den äh, Fokus gestellt, die sich nur schwer beobachten können. Also, ähm, also ähm, so etwas wie, wie Denkprozess. Also wir wollen da quasi auch wirklich quasi explizit mit dieser Theorie quasi in diese Blackbox vom Lernen auch ähm, etwas genauer hereinstellen. Schauen. Aber ähm, für heute ähm, äh, gehen wir quasi ähm, in den Fokus ähm, zur Th Theorie des äh, Lernens als äh, Verhaltensänderung und da ähm, ähm, werden wir uns ähm, vor allem das Klassische konditionieren, das Operante konditionieren und das Modelllernen genauer. Anschauen. Aber bevor wir das machen, ähm, ähm, würde ich Sie dazu einladen, quasi ähm, sich folgendes Szenario vorzustellen. Sie, ähm, Sie äh, stehen gerade in einer Schulklasse. Ich weiß, viele von Ihnen wollen in Dichte der personen werden. Sie können sich das aber ebenfalls quasi vorstellen, Sie ähm, äh, sind in einem Unternehmen, ähm, wo Sie eine, eine Fortbildung durchführen. Ähm, durchführen, beispielsweise, und, ähm, und ähm, eine Person fällt durch ähm, spontane Zwischenrufe auf ähm, und ähm, meldet sich überhaupt nicht, ähm, äh, wartet, wartet überhaupt nicht, bis Sie als äh, Dozierende, als Dozierender ähm, da ähm, äh, diese Person dr drangenommen haben. Ähm, wie würden Sie jetzt vorgehen, äh, konkret, ähm, um äh, ähm, dieses Verhalten von der Person zu vermindern. Ähm, die Vorschläge ähm, können Sie ähm, in Breakout-Räumen diskutieren. Wir behalten auch nochmal jetzt die gleichen Breakout-Räume, aber ich würde auch noch ähm, dann in der Zukunft nochmal die, die Breakout-Räume auch nochmal switchen, so dass sie auch noch andere Leute kennenlernen. Also die Aufgabe, wie Sie da in der Situation reagieren würden und was Sie machen würden, um quasi dieses Verhalten zu vermindern. Fünf Minuten. Äh, starten jetzt. Okay, ich freue mich, Sie jetzt auch wieder zurück begrüßen zu können. Und es freut mich auch wirklich auch zu sehen, dass Sie auch wirklich quasi im Chat sich gegenseitig Hilfestellungen, Eselsbrücken und so weiter geben. So stelle ich mir das vor, das ist wirklich echt klasse. Und jetzt würde ich bitte bitten, die Gruppen 7, 24, ich glaube, die 24 war es schon mal, aber die macht es einfach trotzdem nochmal. Herzlichen Glückwunsch. 7, 24 und äh, 26. Ähm, die äh, Beiträge, ähm, die Sie diskutiert haben, womit Sie als Gruppe quasi, ähm, ähm, was Sie ähm, sich gedacht haben, das in den Chat zu stellen. Vielleicht als kleiner, als kleiner Hinweis, wenn Sie weiterhin in Breakout-Räumen dr drin sind, äh, rechnen Sie damit, dass Sie auch ähm, eventuell etwas ähm, da hereinschreiben. Es wäre also strategisch clever, dann auch zu bestätigen welche Person da ähm, quasi der oder die Schriftführerin dann halt ist, um das dann auch in das Chatfenster auch zu schreiben. Cool. Ähm, alles klar. Ich bin sehr gespannt, wie Sie quasi vorgegangen äh, sind in Ihrer Gruppe und ähm, ähm, lade Sie ein, das jetzt zu vergleichen ähm, zur behavioristischen äh, Lerntheorie, wie diese ähm, Psychologen äh, vorgegangen sind. Gegangen wären in dieser in dieser Situation. Ähm, prinzipiell lernen als Verhaltensänderung ähm, äh, hat ähm, einige universelle Prinzipien, nach denen ähm, diese ähm, Lerntheorie das Lernen ähm, beschreibt. Ähm, dabei wird das Lernen vor allem als als als, als sichtbare ähm, Veränderung ähm, gesehen und ähm, auf Grundlage von vielen Experimenten mit Tieren, ähm, wo Verhaltensänderungen beobachtet wurden, ähm, wurden ähm, diese Erkenntnisse direkt auf den Menschen übertragen. Sehr spannend fand ich da auch, ähm, in manchen Reading Reactions äh, habe ich auch gelesen, wie ähm, das auch ähm, in gewisser Weise auch kritisiert wurde von... Ähm, Einigen von Ihnen, die ähm, da auch wirklich äh, auch in den Vordergrund gerückt haben, okay, was sind die Grenzen von dieser, deren Theorie? Ist es beispielsweise möglich, ähm, ähm, dass äh, man von äh, Reaktionen von Tieren auf Menschen schließt? Super spannend. Also ähm, ähm, dazu. Ähm, bieten auch wirklich, also ich will sie auch wirklich dazu ermuntern, bei Reading Reactions beispielsweise auch wirklich zu schauen, okay, was sind die Grenzen, wo sind Schwierigkeiten, was um auch wirklich quasi gemeinsam da auch ein tiefer gehendes Verständnis für die verschiedenen Theorien auch zu entwickeln. Genau, aber quasi für den Behaviorismus, das Lernen als Verhaltensänderung, da wird angenommen, was mit Tieren passiert, so passiert es auch ähm, in Menschen. Und ähm, es wird auch da vor allem geschaut: Okay, Reizreaktion ähm, in dieser Interaktion, ähm, wie sich das, ähm, wie das verbunden werden kann, um zu einer Verhaltensänderung dann auch ähm, ähm, um, eine Ver um eine Verhaltensveränderung dann auch hervorzurufen. Ähm, wichtig dabei ist es nur Teil des Lernprozesses, was man wirklich als Verhaltensänderung sieht. Wie das genau passiert, ist für den Behaviorismus nicht spannend, äh, sondern ist quasi in dieser Blackbox drin. Und ähm, was auch sehr, sehr wichtig ist, weil so für die, dieses Training, für, dieses, ähm, äh, für diesen Lernprozess nach dem Behaviorismus ähm, gilt jeder Lernende als Tabula rasa, so, also unbeschriebenes Blatt, so sodass ähm, vorherige Erfahrung quasi nicht zählen. Äh, sondern quasi ähm, nur auf Grundlage von dem neuen Input äh, ein anderer Output auch zu erwarten ist. Ähm, so ähm, Die ähm, grundlegenden äh, äh, Psychologen da in dem Bereich sind ähm, Ivan Pavlov äh, mit dem Pavlovschen äh, Hund, den Sie auch wahrscheinlich schon auch... Äh, 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 Gesehen haben. Hier ist auch ein Originalbild quasi. Und da steht im Vordergrund vom klassischen Konstruieren, dass eine Assoziation zwischen einem Reiz und einer Reaktion aufgebaut wird. Und dass das Lernen geschieht, indem Organismen lernen, auf ein vormals unbedeutendes Signal zu reagieren. Also ähm, so ist es beispielsweise möglich, ähm, gewünschte Reaktionen oder auch oder auch ähm, ungewünschte äh, äh, Reaktionen auch hervorzurufen. Ähm, ich habe Ihnen dazu quasi ein Video mitgebracht, ähm, welches ähm, das klassische äh, ähm, Konstitutionieren auch noch etwas genauer erklärt. Ähm, ich würde Sie daher bitten, jetzt in einen quasi wieder in Ihre Breakout-Raumgruppe äh, zu gehen gehen das Video ist glaube ich so zwei Minuten aber bis wir das Video gestartet haben das braucht halt ein wenig ähm, der Link ist äh, ähm, auf den Folien wenn Sie was ich, sich die Folien heruntergeladen haben dann können Sie da auch einfach draufklicken ähm, Sie können natürlich auch ähm, wenn irgendwer den Link dann in den Chat reinstellt dann kann man da dann halt auch einfach draufklicken genau also von daher ähm, schauen Sie sich mal kurz das Video an logischerweise wenn Sie ähm, das auf YouTube gerade sehen, dann, ähm, dann können Sie ähm, ähm, jetzt das Video hier pausieren und quasi auf das andere Video halt auch drauf gehen. Okay, gleiche Gruppen, äh, vier Minuten, bis gleich. Okay, willkommen zurück. Genau, sie haben auch vielleicht gesehen, ähm, ähm, so könnte beispielsweise auch ähm, eines von den Erklärvideos von Ihnen auch ähm, aussehen, wie Sie vielleicht auch so etwas, du ähm, so als Idee, ähm, was Sie quasi ähm, machen können, um quasi Konzepten und Themen, ähm, beispielsweise mit Hilfe eines Erklärvideos dann auch ähm, äh, zu erklären. Und logischerweise, wenn ähm, äh, Sie quasi so etwas machen zu einem Themenbereich. Und Sie uns auch dann den, die Einverständnis dazu geben, so etwas dann auch in der äh, weiteren Vorlesung ähm, für Ihre äh, äh, zukünftigen äh, Bildstudierenden in den nächsten Jahren zu geben. Wunderbar. Dann ähm, äh, könnte ihr quasi Ihr Beitrag zu der Vorlesung halt auch äh, den Studierenden für, äh, für äh, äh, andere Jahrgänge auch äh, 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 Freude bereiten. Genau. Ähm, Sie haben da quasi ähm, diese verschiedenen ähm, Konzepte auch gesehen? Hier auch noch einmal quasi die ähm, Übersicht quasi, ähm, äh, von dieser Lernsequenz. Also, ähm, dass ich halt ähm, vor der Konditionierung ähm, einen unkonditionierten äh, Stimulus haben, der eine, unkoordin die eine unkonditionierte Reaktion hervorruft. Ähm, und einen, einen neutralen äh, Stimulus, der halt keinerlei Reaktion hervorruft. Und dann quasi in der Konditionierungsphase wird ähm, es sehr häufig äh, wiederholt, den, den neutralen äh, Stimulus mit dem unkonditionierten äh, Stimulus zu ver, ver, verbinden, so dass dann halt eine unkonditionierte Reaktion hervorgerufen wird. Und der Trick ist dann, dass diese dass diese Konditionierungsphase dann ähm, so lange ähm, vollzogen wird, dass ähm, dann ähm, sogar, ähm, da, dass dann der neutrale Stimulus zu einem konditionierten Stimulus wird und dann halt die Reaktion ähm, hervorruft. Also dass quasi der unkonditionierte Stimulus nicht mehr benötigt wird, um diese Reaktion dann auch ähm, hervorzurufen. Ähm, genau. Also ähm, das ist quasi so, 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 die, so die Idee vom vom klassischen Konditionieren. Ähm, prinzipiell ähm, ist es dabei ähm, vor allem wichtig, dass ähm, ähm, die, der Reiz ähm, die Reaktion zuverlässig, zuverlässig ähm, hervorruft, also dass ähm, ähm, ist wirklich quasi eines der entscheidenden Faktoren, wie Sie ähm, ähm, diese Konditionierung auch ähm, gut machen können. Das ist beispielsweise wichtiger im Vergleich zu, dass das ähm, äh, räumliche und, äh, äh, und äh, zeitliche äh, Fenster davon eingehalten wird. Aber prinzipiell, logischerweise, äh, wenn Sie da beides auch, äh, wenn Sie diese äh, Kopplung auch sofort äh, zeitlich und räumlich Gleichbedeutend machen ähm, kann es ähm, diesen äh, Lernprozess ebenfalls auch verstärken. Ähm, prinzipiell ist es äh, wichtig, dass Sie diese Verbindung von dem neutralen Reiz und dem unkonditionierten un äh, 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 halt haben, ähm, um halt da diese äh, Verbindung halt auch wirklich ähm, zu äh, zu sch sch schaffen. Prinzipiell. Ähm, ist es auch generalisierbar, sodass ähm, diese unkonditionierten Reaktionen auch durch ähnliche ähm, andere konditionierte äh, Reize auch ausgerufen werden können. Also jetzt in dem Beispiel, ähm, äh, dass ähm, die, äh, die Speichelfunktion des, des Hundes durch eine Glocke ähm, ähm, hervorgerufen wird, die halt dadurch halt ähm, die während der Konditionierung ähm, dann äh, als, ähm, als konditionierter Reiz ähm, ähm, geschehen ist. Diese konditionierte Reaktion, also der, der Speichelfluss, ähm, kann allerdings auch hervorgerufen werden, wenn jetzt nicht unbedingt genau die gleiche Glocke verwendet wird, sondern wenn halt ähm, ähnliche ähm, ähnliche ähm, Geräusche in dem Fall ähm, dann auch ähm, ähm, quasi ähm, ähm, hef, ähm, verwendet werden. Ähm, prinzipiell, wenn Sie so ein äh, Verhalten wieder, wieder loswerden wollen, ähm, dann ist es auch, dass äh, Sie ähm, ähm, einfach diese Kopplung auch lösen. Also Sie ähm, präsentieren quasi den konditionierten Reiz ohne die äh, die, äh, äh, die äh, Reaktion, äh, die sie da halt haben. Ähm, was sie natürlich auch machen können, ist quasi ähm, eine, eine Gegenkonditionierung, also dass sie ähm, ähm, einen konditionierten Reiz mit einem neuen, unkonditionierten äh, äh, Reiz halt auch verbinden können. Ist auch prinzipiell spannend, wenn sie sich das überlegen, so ähm, äh, ähm, quasi, wie da quasi ähm, Individuen ähm, auch beeinflusst werden können. Ähm, das ist auch quasi unser Stichwort, und zwar ähm, ähm, zur klassischen Konditionierung. Sie haben jetzt dieses Beispiel ähm, äh, aus der Theorie vom pavlovschen äh, Hund äh, gesehen. Und jetzt würde ich Sie bitten, quasi in neuen Breakout-Räumen, weil ich natürlich auch möchte, dass Sie auch ein paar andere Leute kennenlernen, ähm, sich Beispiele quasi vielleicht aus Ihrem Alltag, aus Ihrer Umwelt ähm, überlegen, ähm, wo Sie so ein ähnliches äh, klassisches so eine solche, solche Mechanismen ähm, auch beobachten oder beobachtet haben vielleicht oder auch vielleicht auch selber erfahren haben. Ähm, Bürgertraum, ungefähr 4-5 Minuten wieder, neue Gruppen. Ähm, ich äh, recreate die schnell ähm, und äh, die sind jetzt geöffnet. Viel Freude. Bis nachher. Okay, willkommen zurück. Ähm, so, ähm, ich bin mir sicher, Sie haben wirklich viele Beispiele auch genannt. Ich bin jetzt vor allem gespannt von Gruppen 9, 10 und 12, ähm, dass Sie ähm, ähm, Ihre Beispiele bitte in das Chatfenster auch schreiben können. Genau, ähm, so klassische Beispiele, ähm, die Sie auch wahrscheinlich auch ähm, ähm, beschreiben haben sollte die Verhaltensvermeidung, wie Verhaltens, äh, äh, Vermeidung, Spinnenphobie, äh, Rattenphobie. Da, da gibt es auch ähm, einige Experimente, die wir aus dem heutigen Gesichtspunkt auch als ähm, fragwürdig ähm, aus ethischen ähm, Grundlagen auch äh, sehen würden, wie beispielsweise ähm, äh, Versuche, quasi eine äh, Rattenphobie zu induzieren. Ähm, schwierig in der, in der heutigen Zeit, logischerweise. Ähm, andere Beispiele: Werbung, klar. Ähm, oder halt irgendwie so ähm, Dauermittel-Aversion oder ähm, Schulfächer. Oh mein Gott, jetzt kommt Schulfach XY, da fühlt man sich nicht wohl aus irgendwelchen. Gründen dann. Ähm, ähm, allerdings auch ähm, quasi jetzt nicht nur zur, 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 zum Hervorrufen von Verhalten wird so etwas verwendet, sondern ebenfalls auch ähm, um quasi ähm, Verhalten systematisch zu ähm, ver, verringern. Also beispielsweise ähm, für die äh, für die äh, Psychotherapie, die ähm, dies dann auch wirklich auch in den Vordergrund stellt. Ähm, vom klassischen Konditionieren ähm, ausgehend aus, ähm, wurde das ähm, Operante-Konditionieren äh, ähm, entwickelt. Ich habe Ihnen da einen, äh, auch ein sehr cooles Video mitgebracht, ähm, wenn wir ähm, äh, quasi in einem, äh, in dem Hörsaal, also wir, wir wären auch wahrscheinlich wieder im, wieder im Audi, im Parks oder in einem der anderen äh, äh, schönen Hörsäle in der neuen Aula, ähm, wären aus einer meiner ähm, meiner äh, lieblings äh, sitcoms ist, ist hier The Big Bang Theory ähm, wurde quasi ähm, ähm, auch ähm, äh, so die Verbindung auch äh, äh, vom klassischen zum Operanten äh, konditionieren auch ähm, gesehen. Ich weiß, wir haben gerade sehr viele Breakout-Räume in der heutigen äh, Vorlesung. Das ist auch in gewisser Weise so gewollt, weil wenn Sie in einem neuen Semester werden mit vielen neuen Studierenden, viele von Ihnen kennen sich untereinander. Sie würden ja auch in der Vorlesung miteinander reden. Seien wir doch mal ehrlich. Und ähm, wir ähm, wollen das natürlich auch in gewisser Weise auch replizieren hier, ähm, Bzw. Ihnen da auch die Möglichkeit zu bieten. Von daher ähm, gehen wir auch direkt von einem Breakout-Raum in den Indesen, wo Sie dann äh, die, dieses äh, Video auch gemeinsam wieder sich anschauen. Und dann hören wir auch da noch ein bisschen die Theorie dazu. So prinzipiell, die Tricks funktionieren wirklich, was Sie da ähm, äh, sehen. Äh, das klappt. Wunderbar. Okay, ähm, ich würde sagen, wir machen auch die gleichen Berkert-Räume. Doch mal, die haben sich jetzt ja schon ein bisschen kennengelernt. In fünf Minuten sehen wir uns dann wieder. Okay, Sie werden auch wahrscheinlich, ähm, als Sie das Video gesehen haben, äh, gemerkt haben, dass wenn Sie das ähm, mit dem Chat verglichen haben, ähm, beispielsweise dieses äh, Säuglingsbeispiel und ähm, wie da quasi klassisch konditioniert wurde, super, super, genau. Ähm, und bei den anderen Beispielen auch eventuell, da ist die Verbindung schon zum operanten äh, Konditionieren auch ähm, äh, beschrieben. Worden. Und das, ähm, wie sie es quasi da auch hier mit der Schokolade in dem Video ähm, gesehen haben. Also quasi ähm, ähm, klassische Konditionierung ist halt wirklich nur der Fokus von Reiz und Reaktion, die zum gleichen Zeitpunkt halt stattfinden, aber ohne diese Verstärkerkontingenz, die halt ähm, durch die operante Konditionierung auch nochmal ähm, hinzugefügt wird, sodass ähm, dann ähm, auf die Reaktion quasi dann verstärkt wird, ähm, entweder positiv oder negativ, ähm, um dann äh, die Konsequenz dann auch ähm, äh, hervorzurufen. Prinzipiell wieder ähm, die Annahmen damen von dieser Lerntheorie von Skinner, ähm, wieder das deren äh, bei Tieren, äh, weil die Versuche wurden auch mit Tieren gemacht und dann ähm, äh, auf Menschen übertragen. Und ähm, die Idee vom Oper operanten Konditionieren ist quasi, dass ähm, äh, Personen oder Organismen etwas lernen, wenn bestimmtes Verhalten eine Konsequenz hat, wenn sie ähm, ähm, belohnt, bestärkt oder, oder ähm, äh, bestraft wird in gewisser Weise. Und dass ähm, das Verhalten dann auf Grundlage äh, dieser äh, Verstärkung ähm, ähm, dann entweder gezeigt wird oder nicht gezeigt wird. Ähm, prinzipiell ähm, spricht spricht man dann bei äh, dieser Art von äh, Lernen, äh, von assoziativem Lernen, ähm, was quasi den Aufbau äh, von einer Verbindung zwischen Verhalten und äh, der Konsequenz auch äh, äh, hervorruft. Ähm, prinzipiell äh, wendet auch wirklich jeder von uns diese äh, Prinzipien von Skinner auch äh, an im alltäglichen Leben. Äh, Leben. Ähm, also ähm, so etwas wie ähm, dass man Sachen nicht beachtet. Oder ähm, dass man äh, beispielsweise in Ihrem Beispiel, das äh, haben auch einige von Ihnen sicherlich in den Gruppen und zwar auch im, im äh, Chat ähm, auch genannt, äh, diese, äh, diesen störenden Sch Sch Schüler äh, dann zu ermahnen, äh, beispielsweise als eine Form der bestrafung, um dann diese konsequenz auf das gezeigte verhalten zu haben. Ähm, prinzipiell ähm, spricht, man von der, ähm, spricht man bei der operanten äh, konditionierung von vier äh, verschiedenen äh, varianten, ähm, die ähm, quasi in dieser verstärkungsphase ähm, sich auch aufzeigen. Ähm, ähm, dabei ähm, ist es ähm, sowohl ähm, das Hinzufügen eines äh, Reizes, ein Teil ähm, der, äh, der Konditionierung, als auch das, äh, als auch das Entfernen eines äh, Reizes. Ähm, als Beispiel dafür für, äh, für positive Verstärkung, also ein Reiz wird hinzugefügt, äh, der dann eine, eine äh, Konsequenz auch ähm, beinhaltet, ist es ähm, der, der... Applaus nach einem äh, gut geprobten K Konzert, beispielsweise, wodurch dann ähm, äh, das äh, Proben von Kon äh, vor Konzerten beispielsweise ähm, dann ähm, äh, verstärkt wird. Ähm Eine andere Form der Verstärkung ähm, ist auch die negative Verstärkung, also wo quasi ein Reiz entfernt wird, also ähm, ähm, sie kennen das sicherlich, sicher ähm, wenn sie ähm, ähm, mit dem Auto fahren, wobei hier in Tübingen mit dem Fahrrad, klar. Aber äh, äh, bei ihren Eltern dann vielleicht ähm, ähm, äh, äh, Wenn sie sich, äh, wenn sie sich ähm, vergessen haben anzuschauen und trotzdem losfahren, dann piept es meistens. Und ähm, äh, quasi das Verstummen äh, von diesem Piepen ähm, Führt also quasi das Entfernen dieses äh, Reizes ähm, führt dann dazu, dass sie sich eher anschnallen, beispielsweise. Ähm, dann zur Bestrafung, wie wiederum äh, zwei ähm, Optionen. Die direkte Bestrafung, ähm, also ähm, wenn, sagen wir mal, sich zwei äh, Schülerinnen und Schüler im, äh, äh, sich verhalten auffällig äh, verhalten. Dann die ähm, zum, zum Dach sitzen zu bestrafen beispielsweise. Ähm, ähm, das soll dann ähm, dazu führen, dass ähm, die, ähm, diese Verhaltensauffälligkeit reduziert wird. Direkte Bestrafung auf das Verhalten, also das ähm, Hinzufügen einer Sache. Ähm, indirekte ähm, Bestrafung ist beispielsweise wieder, ähm, wenn Sie, äh, äh, wenn Sie ähm, beim Autofahren, eine rote Ampel überfahren ähm, und dann ihnen der Führerschein entzogen wird. Also das Privileg, was sie haben, wird ihnen genommen. Also ähm, sie werden quasi indirekt bestraft. Ähm, das würde dann dazu führen, dass sie halt weniger rote Ampeln beispielsweise überfahren. Okay, genau. Also das sind so die vier, die vier grundlegenden Prinzipien von der operanten äh, Konditionierung. Und Sie können jetzt doch vielleicht ähm, beispielsweise im Chat auch ähm, ähm, äh, quasi zu diesen ähm, verschiedenen äh, ähm, Beispielen auch vielleicht sagen, in welche Art von diesen vier äh, Varianten ähm, das, was ähm, Ihre denn da auch ähm, beschrieben haben, da auch eventuell Herr äh, reinfällt von denen, wo Sie sich äh, sagen würden, okay, das passt doch eher in diese Verstärker. Kontingenz herein und zum, zum Operanten ähm, konditionieren. Sie werden auch in gewisser Weise merken, ähm, wenn Sie auf Greatcraft Punkte kriegen, ist natürlich auch so intendiert in gewisser Weise, dass, dass wir Sie da verstärken wollen, ähm, auch ähm, sich weiterhin mit äh, Vorlesungsinhalten auch zu bestätigen. Also, Sie merken schon auch so ein bisschen, wie das, äh, äh, wie so wir unsere Vorlesung in der Art und Weise auch strukturiert haben, logischerweise. Genau, ähm, äh, hier äh, sehen Sie auch noch weitere Beispiele, äh, wie äh, man äh, diese vier Varianten vom Operanten äh, konstitutionierend dann auch äh, verwenden kann. Und äh, wenn Sie quasi äh, da äh, sich an diese, äh, an die, Situation ähm, von, an dieses äh, Szenario äh, von vor circa einer Stunde erinnern. Viele von Ihnen werden da auch schon ähm, ähm, implizit ähm, äh, diese äh, Merkmale von der operanten äh, Konditionierung dann auch äh, verwendet haben. Also äh, Sie äh, würden jetzt dabei äh, auch verschiedene Formen haben, also äh, äh, beispielsweise mit dem Ermahnen. Äh, wäre dann das also eine direktere ähm, äh, Form der äh, Bestrafung, aber Sie können natürlich auch beispielsweise sich überlegen, okay, die, Re die Lehrkraft reagiert einfach überhaupt nicht darauf, ähm, was natürlich auch dann dazu führen kann, dass dieses Verhalten dann auch äh, vermindert wird. Aber ähm, Prinzipiell können Sie das natürlich auch kombinieren, also, dass Sie ähm, sowohl ähm, eine, eine Bestrafung als auch eine Verstärkung ähm, sich betrachten äh, können, ähm, um beispielsweise ähm, alternatives äh, Verhalten von anderen äh, äh, Bitschülerinnen und Bitschülern in dieser Situation dann zu bestärken, ähm, was dann auch schon so ein bisschen ähm, darauf andeutet, was wir als nächstes betrachten wollen, und zwar das Modell lernen. Ähm, aber auch da ähm, sehen Sie dann quasi, dass es da wirklich verschiedene, verschiedene Möglichkeiten gibt, operantes Konditionieren auch ähm, äh, zu verwenden. Prinzipiell äh, ist es natürlich auch da wieder ähm, wichtig und das werden auch, äh, das haben auch einige von Ihnen auch in Ihrer Reading äh, Reaction auch äh, beschrieben gibt es da natürlich auch Grenzen, also die Übertragbarkeit beispielsweise ähm, von Tierversuchen auf Menschen, ähm, dass beispielsweise ähm, die Lebensumwelt wesentlich komplexer ist und auch viel mehr Faktoren eine Rolle spielen als jetzt in einem abgeschlossenen Labor, ähm, wo wirklich sehr punktuell geschaut wird, experimental kondition kontrollierte umgebung um äh, diese mechanismen zu äh, betrachten ähm, und natürlich auch ähm, ähm, operantes konditionieren ist immer noch ähm, in der black box in gewisser weise das heißt ähm, wir, ähm, wir wissen halt vieles nicht auf grundlage dieser Theorie, also, was sind dann die Prozesse, die quasi in den Personen vorgehen, ähm, um ähm, zu so einer Reaktion auch zu, zu gelangen? Oder ähm, ähm, solcher anderen ähm, ähm, Faktoren wie Motivation ähm, oder, oder Emotionen, ähm, vielerlei Aspekte, die wirklich auch Lehr- und Prozess auch wirklich, ähm, wirklich entscheidend auch beeinflussen werden halt von dieser Theorie überhaupt in, in, nicht betrachtet, weil da wirklich nur die beobachtbaren ähm, die beobachtbaren Prozesse auch wirklich in den Vordergrund gestellt werden. Und logischerweise ähm, ethische Fragen, ähm, das, äh, das sollte man sich ähm, dabei ebenfalls auch ähm, in den Vordergrund stellen. Äh, äh, Inwieweit ähm, da auch ähm, verschiedene von diesen Versuchen, um beispielsweise ähm, äh, Phobien hervorzurufen oder ähm, gewisserweise so die Manipulation von Personen aufgrund von äh, dieser ähm, äh, Ver Verstärkerkontingenz, inwieweit so etwas dann auch ähm, ähm, ethisch vertretbar ist. Ähm, genau, und ähm, das ähm, ist quasi so, ähm, dass wir vom Operanten konditionieren jetzt auch so langsam den Schwenker schon so ein bisschen äh, machen, ähm, in Richtung Modell lernen, um, wo wir dann halt auch wirklich so die, die, die Grenzen quasi vom Operanten äh, konditionieren, auch sehen, also ähm, die Frage, die sich da beispielsweise auch ähm, wirklich äh, stellt, Stellt es quasi okay, ähm, äh, komplexere Verhaltensweisen, die jetzt nicht unbedingt ähm, nur auf Grundlage von diesem reiz schema beispielsweise erlernbar sind? Ähm, wie kann man äh, solche Verhaltensweisen ähm, erlernen? Oder, oder ähm, äh, man kann sich Fragen stellen wie, okay, ähm, ähm, erfolgt das Lernen nur, wenn irgendetwas überhaupt irgendwie verstärkt wird? Oder kann Lernen auch nicht irgendwie anders erfolgen? Und ähm, wo das quasi darauf anspielt, ist so die so sozial-kognitive ähm, Lerntheorie, wo, wo, wo wirklich die Interaktion ähm, von Individuen mit der sozialen Umwelt in den Vordergrund gerückt wird. Und ähm, da ist ähm, vor allem ähm, äh, die Idee ähm, äh, des Modelllerns, also das äh, Lernen von Beobachtung von anderen, äh, äh, von Verhaltensweisen, ähm, quasi so der, ähm, der Begründer ähm, vom Modelllernen, Albert Bandura, ähm, Professor in äh, Stanford, übrigens auch ein wirklich absolut äh, netter Mensch. Also ähm, ich habe auch in, in dem äh, Projekt hier mit der Lucy Irvine, wo wir auch mit, mit, mit Jackie Eccles, wir werden auch da quasi ähm, die Erwartungswerttheorie von, von, äh, von, von Jackie auch noch ähm, äh, genauer kennenlernt im Laufe der äh, Veranstaltung irgendwie ähm, die haben auch viel irgendwie früher zusammen gemacht und irgendwie wenn man Fragen ge äh, gehabt hat ähm, bis ins hohe Alter hin war war, war, war ähm, Albert Bandura quasi eben ähm, in, in Palo Alto in seinem Büro und auch wirklich ähm, für für, äh, für Leute da ähm, in der Community auch verfügbar, hat auch wirklich viel auch mit den Leuten über wirklich allerlei mögliche Themen auch geredet, also man, man meint vielleicht, okay, nur weil die Personen irgendwie die größten äh, äh, psychologischen Theorien der Welt entwickelt haben, dass das irgendwie komplett abgehobene Menschen sind, aber ist überhaupt nicht der Fall, also absolut zugänglich und äh, freundlich, auch und auch wirklich auch für jederlei äh, Fragen und äh, Diskussionen auch zu haben. Genau, aber ähm, äh, so viel dazu. Wir wollen uns jetzt vor allem das Modell Lernen genauer anschauen. Ich äh, habe Ihnen auch da quasi so das Originalvideo ähm, von äh, äh, diesen äh, äh, Experimenten mitgebracht. Ähm, ich werde Ihnen das aber quasi nur äh, in gewisser Weise äh, erzählen. Sie können äh, sich das Video dann äh, eben im äh, Nachgang der, äh, der Veranstaltung. Anstaltung ähm, genauer ansehen. Und zwar prinzipiell war das so, dass sie ähm, ähm, in, so einem, äh, in so einem Labor in äh, Stanford ähm, äh, verschiedene ähm, Kinder äh, äh, für vor einen PC gesetzt haben, äh, ja, vor einen Fernseher gesetzt äh, haben, wo sie dann äh, ein Video gestaut haben, wie ein Kind mit einer mit einer Puppe spielt. Und dann ähm, Amerika ty typisch auch ähm, äh, dann quasi auf die Puppe einschlägt und irgendwie Gewalt ausübt. Und ähm, dann ähm, wurde quasi dieses äh, Verhalten dann ähm, ähm, äh, mit einer anderen Person, die dann ebenfalls im R Raum war, dann halt... Be so dass die Kinder halt dieses Verhalten dann dieser Situation gesehen haben und dann auch imitieren konnten in gewisser Weise. Von daher ist quasi beim Modelllernen im Vergleich zum operanten Konditionieren Beispielsweise ähm, wird dabei in den äh, Vordergrund ähm, gerückt, dass ähm, die Person selber ähm, für den Lernprozess ähm, die Verstärkungsphase oder die Reaktion auf ähm, ähm, gezeigtes Verhalten ähm, nicht unbedingt äh, selber erfahren muss, um ähm, selber eine Verhaltens... Veränderung oder, eine, äh, oder den Zuwachs von Wissen ähm, ähm, auch zu erfahren. Das heißt, das ähm, Verhalten von der Modellperson, die ähm, gezeigt wird, ähm, die kann dann auch ähm, ähm, imitiert werden, ähm, wenn die Person äh, selber ähm, diese ähm, ähm, sich dann in so einer Situation auch Befindet. Also ähm, wirklich der Übertrag von den sozialen Interaktionen und des Lernens basierend auf Grundlage ähm, äh, von ähm, anderen wird dabei in den Vordergrund gestellt. Also sie ähm, sehen quasi, dass ähm, die Beobachtung ähm, ein klarer Teil von diesem äh, dieses, dieses äh, Prozesse darstellt. Und ähm, dann ähm, diese Beobachtungen, die getroffen werden, quasi abgespeichert werden, um dann das Verhalten zu replizieren, was dann auch gezeigt wird. Und in gewisser Weise geht das und schlägt das halt auch schon den Bogen zur Motivationstheorie zum einen, was wir noch in folgenden Veranstaltungen betrachten werden als auch nochmal den Schwerpunkt genauer darauf zu legen, äh, Kognition und Metakognition, Gedächtnismodell, also quasi so der erste Blick ähm, ähm, bietet, ähm, ähm, die, die, dies zu schauen, was quasi wirklich ähm, in dieser Blackbox dieser Lernprozesse dann auch ähm, passiert, was wir uns in den, äh, in den nächsten Wochen auch noch genauer anschauen werden. Genau. Ähm, so viel quasi zu unserer Veranstaltung für, äh, für diese Sitzung. Prinzipiell würde ich Sie auch dazu einladen, ähm, äh, Feedback allgemein äh, zu, unserer, zu unserer Veranstaltung zu geben. Der Ding, logischerweise Feedback komplett anonym. Äh, der Ding, den, den Sie hier auf der Folie, ich werde es auch noch via GreatCraft äh, äh, quasi äh, so ein Endowment auch machen, sodass Sie das auch noch da direkt auch sehen. Ähm, genau viele von ihnen ähm, die Probleme mit äh, Greycraft gehabt haben ähm, haben auch da schon ähm, äh, das finde ich da im Chat auch geklärt zu haben die Punkte für die erste äh, Reading Reactions werden Ihnen auch im Laufe des Tages äh, äh, schon äh, 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 gut geschrieben wenn Sie die noch nicht bekommen haben werden Sie die auf jeden Fall kriegen äh, eventuell haben auch schon einige von Ihnen auch die Punkte gekriegt ähm, genau und ähm, Genau, also ähm, ich freue mich ähm, jetzt nach dieser ähm, Veranstaltung hier, ähm, haben wir auch unser erstes Quiz, ähm, wo Sie halt auch noch sehen können, okay, wie äh, sehen mögliche Klausuraufgaben für die Z Zukunft gerichtet ähm, äh, aus? Und ich kann Sie auch da wirklich bewundern, ähm, ähm, vielleicht auch quasi in den Breakout-Räumen, in denen Sie jetzt äh, gerade waren, ähm, sich auch vielleicht einfach äh, zu treffen, Corona-konform logischerweise, ähm, um dann vielleicht auch die... Vorlesung dann auch ähm, gemeinsam auch äh, dazu bereiten und das Quiz, wenn Sie sich denn dazu entscheiden würden, das Quiz zu machen. Wie gesagt, die Entscheidung liegt da komplett bei Ihnen, wie Sie Ihren Weg durch dieses Semester gestalten wollen. Aber ähm, wenn das etwas ist, wo Sie, ähm, wo Sie äh, ist, sich überlegen, das wäre vielleicht spannend. Ähm, genau, ähm, die Einladung da dass, Sie da, dass Sie dies auch quasi mit Ihren. Äh, äh, mit Studierenden dann auch vielleicht gemeinsam machen wollen. Okay, alles klar. Ähm, so viel zur Veranstaltung äh, von äh, äh, dieser Woche und ich freue mich, Sie auch in der nächsten in Woche zu begrüßen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Bye.